Hello und ganz herzlich willkommen back zu Tom spielt in the Giants on the Fight of Land. Oder so ähnlich. So, es ist ein sehr heißer Tag, deswegen gehen wir sofort ins Ingame und auf den kühlen Meeresgrund. Da will ich jetzt nämlich gern sein. Und damit herzlich willkommen im Ingame. Ach, das Spiel müsste ich natürlich noch laden. Vollprofi hier. Wir waren nämlich in Atlantis und haben uns Urikalkumperlen gemacht. Natürlich, was auch sonst. Alright, John. What? Ich hab doch Laden gemacht, oder? Stopp! Das war natürlich alles nur ein Scherz, Leute. Also, ihr glaubt doch nicht, dass ich so blöd bin. Ich wollte nur mal eben kurz demonstrieren, warum man auf jeden Fall immer einen neuen Spielstand und nicht immer denselben überschreiben sollte. Ja, also, ist ja wohl ganz klar, dass mir sowas nicht passiert. So, weiter! Wir sind nämlich genau da, wo wir vorher waren. Wir haben die Urikalkumperlen eingesammelt. Und jetzt kann das losgehen. Wohin eigentlich genau nochmal? Ach ja, diese Statue, beziehungsweise dieser... Ah, nee, ich will noch mal eben ganz kurz was checken. Und zwar will ich mal gucken, ob ich die gute Sophia jetzt schon aus dem Gefängnis irgendwie befreien kann, ob ich mit ihr reden kann. Das ging ja aus dem einen Gatter nicht, da oben im Gefängnis, aber vielleicht geht's hier unten. Schnack ich mal mit ihr. Der Soldat ist ja hoffentlich immer noch tot, ne? Und es könnte auch sein, dass hier bei der Wächterstatue irgendwas Interessantes ist. Ich versuche mal mit ihr zu reden. Bleib mal stehen. Sophia? Ah? Yes? I just crawled through a mile of mud for you. It was a picnic compared to life in this cell. Are you all right? I'll feel a lot better once you open this cell. Did you miss me? Put it this way, even your company beats this cell. Eine nette Frau. Nun gut, okay, dann versuchen wir mal das große Rätsel, um diese große Tür dort zu lüften. Ich laufe mal hier lang, was natürlich wieder ewig dauert. Ging nicht mit Doppelklick, ne? Irgendwie hatte ich so im Gefühl, dass selbst bei Monkey Island das mit einem Doppelklick viel schneller vonstatten ging. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob das jetzt bei Teil 1 oder Teil 2 der Fall ist. Nun gut. Auf jeden Fall. Wollen wir hier längs. Genau. Und du, du bleibst mal da. Bleib doch gefälligst. So, schön nach unten hier. Und da sind wir dann auch schon bei besagtem Raum, wenn wir nicht noch eine Begegnung der kloppenden Art haben. Nun gut, also immer schön gegen Kopf hat sich bewährt. Immer schön gegen den Kopf klicken. Na komm, aber im Rhythmus irgendwie, ne? Es muss schon Rhythmus sein. Es darf nicht zu schnell sein. Und dann geht's auch relativ schnell. Okay. Wollen wir mal schauen. Also, den ersten Teil des Rätsels, den weiß ich noch ganz gut. Und zwar haben wir ja diesen Aal hier. Benutze Aalfigur mit Teich mit Wasser. I don't think that'll work. Oh, nein? Okay. Hm. It's got a wide open mouth. Na gut, dann tun wir da mal ein bisschen Urikalkum rein. Vielleicht geht's ja auch so. Oha! Oh. Uh-oh, that didn't work very well. Da ist ihm der Kopf runtergefallen. Hm. Vielleicht einfach benutze Urikalkum in Aalfigur. Hey, ah, okay. So geht's natürlich auch. Schade, dass ich schon kaputt gemacht habe. Ich glaube, das war nicht gut. Schau an, Klumpen. Ach so, das ist natürlich der Aal. It's all that's left of the eel statue.
Das war ein Wegwerfartikel, wa? So ein Einmalding. Ja, dann eben nicht. Und schau dir doch wenigstens mal den Kopf an hier, oder? Oha. Warte mal. Vielleicht geht's ja jetzt. Benutze Orichalcum in Fischstatue. Ah, sehr gut. Mal gucken, ob er sich durchquetschen kann. Ach, das war schon so einfach. Okay, alles klar. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung, aber so ist auch okay. Dann wird das wahrscheinlich noch eine weitere Tür sein, wo man ein bisschen mehr rätseln muss. Völlig okay. Once it was a priceless artifact. Now it's a pile of junk. Ach, das kann man doch bestimmt noch irgendwie wieder zusammenbauen. So schwierig wird das doch wohl nicht sein. Hm. Sophia? Yes? See you soon. Don't leave me here, Indy. Oha. Benutze Holzstift mit Käfig. I don't think that'll work. Na gut. Benutze Schiffsrippe mit Käfig. I don't think that'll work. Ah, das, da magst du recht haben. Benutze vielleicht hier den Metallstab mit Käfig. It's not big or sturdy enough to do any good. Ah. Okay, also wir brauchen schon sowas wie Metallstab, aber hier werden wir wahrscheinlich keine finden. Aber gar kein Blut, ne? Also nicht mal ein Blut. Das gibt's ja gar nicht. Damals sind die Leute noch unblutig gestorben. Jones, don't you dare leave me here, you ja, nu, ich hab doch nix. Ich muss doch erstmal, ich gehe erstmal zum Kanal. Und dann schauen wir mal. Oha, genau. Ein Tentakelmonster. Ach, war es das schon? Warte mal, ich glaube, das bringt einen um. Speichern. Ich schreibe jetzt nur A6. Das reicht ja auch vollkommen. Dann benutze Krabbe mit Oktopus. War das nicht so? Da hast du. Hast du was Schönes zu fressen? Und jetzt lass mich in Ruhe. wie komme ich denn da jetzt hin? Ja, das stimmt. Was ist da? It's a pile of bones. Vielleicht mal wieder benutze Leiter mit. I don't think that'll work. Na, dann eben nicht. Hm. Benutze. Gut, das ist ein bisschen weit weg, aber man kann es ja trotzdem mal probieren. I don't think that'll work. Habe ich mir schon gedacht. Hm. Geh einfach zu Kanal. Kannst du reinspringen? Manchmal ist es so simpel, ne? Indiana Jones kann natürlich schwimmen. Er kann auch mit einem Gummiboot aus dem Flugzeug hüpfen, also bitte. Genau, und da kommt jetzt Orichalcum ran. Ich hoffe, ich habe noch genug von dem Zeug. This thing's got a motor. Wir müssen gleich vielleicht nochmal wieder was machen. Oh, Achse. Okay. Ach ja, klar. Packen wir mal den Stein rauf. Und dann geht das weiter. Oder auch nicht. Oh, okay. Ja, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Hey. Dann benutze ich den Sonnenstein jetzt hier mal mit der Achse. Vielleicht geht's da ja irgendwo hin. Kalonk. Okay. Ein Haufen Knochen. Muss ich mir nicht anschauen. Fahre zu einem Haufen Knochen. Maybe they're animal bones. Hm. Das hat nicht funktioniert. Gut, dann fahren wir eben weiter. Ich könnte mir auch noch den anderen Teil angucken, aber. Ach was, echt? Ja, dann benutzen wir doch den Mondstein. Aha! Immer tiefer. In den Kreis. Ach, das gucke ich mir nicht alles an. Zerstörter Eingang. Sieht aus wie ein U-Bahn-Tunnel irgendwie, ne? Auch Mondstein oder jetzt Weltstein? Mal gucken. It doesn't quite fit. Ja, haben wir schon gedacht. Okay, dann benutzen wir jetzt nochmal den Weltstein. Und Rinder.
Ha! Wie wunderbar. Ich versuche aber trotzdem mal, ob wir hier nochmal rein können. Ich will nämlich nichts verpassen. Das geht sogar. Aber ich hoffe, er kommt einfach wieder so unverrichteter Dinge wieder raus. Nein, tut er natürlich nicht. Mist. Dann mache ich jetzt nochmal. Ich benutze ihn nochmal hier. It doesn't quite fit. Okay, dann ist das wieder der Sonnenstein, ne? It doesn't quite Ach komm! Fit. Ja. Ich hoffe, es geht nicht noch weiter. Wenn es jetzt noch weiter geht. Okay, es geht noch weiter. Aber da ist auf. Da ist das Tor offen. Warum ist das Tor da offen? Wie dem auch sei. Lass uns nochmal zurückfahren und diesen Eingang da benutzen. Diese Treppe da, die ist ja so offensichtlich, die werden wir schon nicht verpassen. Da wären wir mal gespannt, was da ist. Hauptsache, von da geht es ja nur noch in eine Richtung. Ich bin das wirklich nicht mehr gewohnt von neueren Spielen, dass man links und rechts gehen kann. Ah! Ah, ja, ganz genau, das ist es. Ja, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Da muss ich die Leiter erstmal hinstellen. Das weiß ich wohl noch. So, und jetzt war das benutze Leiterkette mit dem Arm der Statue. Genau, und jetzt benutze Kette mit... I can't make the chain reach that far. Achso, ist zu kurz, ne? Hm, okay, benutze... Oh, das kann man jetzt nicht mehr abmachen. Warte mal, nimm. Nimm Kette. I can't lift the whole thing at once. Okay. Ja, nun, dann nicht so schlimm. Öffnen wir erstmal den Brustpanzer hier. Da fehlen nämlich ein paar Teile. Klack. Schau mal. Ach herrje. Ja, richtig, richtig. Oh, was brauchte man denn da alles? Okay, das haben wir schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich befürchte, wir brauchen noch viel mehr. Okay. Dann kommen wir hier wahrscheinlich noch nicht sonderlich weit. Deswegen gucken wir mal, wo es weitergeht. Ich will nochmal, bevor ich da in die Treppe reingehe, in den nächsten Raum und da dann nochmal in den nächsten Raum. Ich hoffe, das geht hier irgendwie im Kreis. Ich habe nämlich ständig panische Angst bei sowas. Die Orientierung zu verlieren. Das ist wirklich schlimm. Aber atmosphärisch ist es. Kann man nicht bestreiten. Also wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, dann ist dahinter die andere Treppe, die nach links oben geht. Und wir sind einmal im Kreis gefahren. Fände ich jetzt gut. Gut, alles klar, dann ist er wieder rausgekommen, weil das Tor hier nicht auf war. Das macht ja sogar irgendwo Sinn. Dass hier dann allerdings noch so ein Raum dazwischen ist, ja, sieht ganz nett aus, ist jetzt aber auch irgendwie nur Füllstoff, oder? Gut, rauf die Treppe, bin mal gespannt, was da ist. Hoffentlich ein Raum mit ganz vielen Roboterteilen, das wäre doch mal was. Vielleicht aber auch irgendwas, was mich fressen will. Hoch da, Indy. Mal gucken. Ah, so alte Gemäuer. Man hat schon was. Ah! Nimm halbmondförmiges Zahnrad. Sehr gut. Das war's. Schließe Schrank. Ah. Ist hier noch irgendwas? Nee. Nee.
Du Witzbold. Schau an den Schrank. Da ist doch nämlich ein Diagramm drauf. Ja. Okay. Für fortgeschrittene Leute, macht euch davon mit dem Handy ein Foto. Falls ihr euer Handy gerade nicht am Mann habt, müsst ihr, oder an der Frau, müsst ihr euch das einfach merken. So, was bedeutet das nun genau? Also, was müssen wir tun? Um die Kette zu befestigen an dem linken Arm, also von uns aus gesehen dem linken Arm der Statue, müssen wir erstmal den rechten Arm nach unten bewegen. Das heißt, Halbmond und Dingen unten. Okay. Und dann müssen wir das umgekehrt machen, den wieder nach oben. Ich glaube, das linke brauchen wir gar nicht, oder? Allerdings ist da auch noch so ein komisches Dingeling und noch so ein komisches Dingeling und... wo ist das Zeug? Oh Gott. Sowas habe ich überhaupt nicht. Oder? Nicht so eine komische Maske hier? Habe ich noch nicht gesehen. Wir werden doch nicht irgendeinen Raum übersehen haben? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Fahren wir nochmal hin, gucken uns das nochmal an. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also, wir haben das Halbmond und Zahnrad unten. War da vielleicht sogar schon so ein Mond drauf? Das kann sein. Und dieses Speichenrad, was wir da benutzt haben für zum Orikalkum machen, bräuchten wir das da vielleicht auch? Möglich ist es, oder? Okay, also hier den Halbmond hin. Ne. So. Und das hier so. Aber da fehlt noch was. Ich pack mal eine Perle rein und gucken, was passiert. The bee won't fit there. Ah, die wird da nicht fitten. Also brauchen wir noch was anderes. Tja, relativ offensichtlich. Okay, das haben wir da schon mal hingestellt. Aber hier ist auch nichts mehr, ne? Schutt. Ich kann mir ja mal den Schutt angucken. Wo ist denn der Schutt? Da war doch gerade noch Schutt. Da, Schutt. Vielleicht liegt da ja was drin. It's debris from the robot. Ja. Nimm. I can't pick that up. Dann eben nicht. Ja, aber gab's denn noch was anderes? Wir sind noch einmal rum, oder? Ich check das noch mal ganz genau ab. Vielleicht ist hier noch was zu finden. Warum da was zu finden sein sollte, fragt mich nicht. Aber man muss ja alles mal ausprobieren. Nee, das habe ich auch nicht gedacht. Da ist auch kein Sprengstoff dabei, leider. Da nicht die Knochenhaufen, ne? Also das mache ich als allerletztes, ohne Mist. Knochenhaufen durchsuchen, das ist echt nicht so mein Style. Aber hier ist auch nichts. Wisst ihr was? Wir machen, glaube ich, noch mal ein paar Orikalkum-Perlen, weil davon kann man nie genug haben, wie man sieht. Für diverse Fehlversuche. Ne, hier ist auch nichts. Ne? Okay, und by the way, gucken wir nochmal, ob wir dieses Speichenrad da vielleicht wieder entnehmen können. Vielleicht brauchen wir das. Vielleicht habe ich auch irgendwo irgendeinen Raum übersehen. Aber ein Gefängnis war auch nichts, ne? Sophia, ich bin wieder da. Nicht aufregen. Alles gut. Ich meine, das ist doch so eine Statue, die hat doch bestimmt irgendwie... Statuenteil, na toll. It's some kind of machine part. Ja, nimm mal. Das hatte ich gerade völlig übersehen. Aha! Sehr gut. Gibt's hier noch was? Das sieht doch
was übersehe. Nö. Das war es dann soweit. Okay. Nichtsdestotrotz, den Plan lassen wir nicht fallen. Weil da war ja doch tatsächlich noch diese etwas merkwürdig aussehen. Ach, komm. Lauf, 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 lauf. Und tschüss. Dieses komisch aussehende Ding im Hintergrund, was wie ein Speichenrad aussah. Und ich habe hier bisher nur ein Speichenrad gesehen und vielleicht können wir das wieder nehmen. Möglicherweise ist das aber auch völlig egal. Ja, der läuft uns wieder in die Arme. Ich habe auch echt keinen Bock, jetzt noch 1000 Jahre zu warten, bis der woanders hinläuft. Deswegen... Ah, Dr. Jones. You got away before, but not this time. We'll see about that. Put him up. Put him up. Ah! Man könnte auch wegrennen. Ich hatte gerade so ein Gefühl, als wenn man auch wegrennen könnte. Ich glaube, die Option gab es auch irgendwie, aber ich weiß nicht mehr wie. He doesn't have anything worth taking. Ich hau die auch lieber um. Hat Spaß. Gut. Achso, in den Lavaraum, klar. Nochmal ein bisschen Lavi-Lavi holen. Benutze Steinbecher. Mit Podest. Und dann jeweils. Nee, das war's schon. Aha. Genau, und er nimmt es ja zum Glück auch wieder so mit. Wobei ich mich schon gefragt habe, würde das wirklich funktionieren? Also die Lava würde doch sicherlich sehr schnell aushärten, oder? Mal abgesehen davon, wenn die wirklich so kackenheiß ist, dass die nicht mehr aushärtet, ne? Lava ist ja geschmolzener Stein. Ist es dann klug, den in einen Steinkrug zu tun? Würde das nicht zumindest so heiß werden, dass ich es überhaupt nicht tragen könnte? Ich sollte das lieber nicht weiter fragen. Rad mit Speichen, ich hab so das Gefühl. Also, wir benutzen jetzt erstmal diese Lava. Nochmal mit dem Trichter. Holen uns noch ein bisschen Urikalkum. Und jetzt gucke ich erstmal, warum der Hund durchdreht. Ja, da bin ich wieder. Es stellte sich heraus, der Hund ist einfach nur ein bisschen blöd. So, jetzt nehme ich natürlich das Urikalkum. Und ich habe schon gesehen, obwohl ich das da festgepinnt habe, oder so ähnlich, scheint es wohl so zu sein, dass ich es wieder nehmen kann. Hoffe ich zumindest. Es war zumindest... Ja, alles klar. Okay, sehr gut. Dann lass uns das probieren. Oh, jetzt wird spannend. Jetzt erst. Ist natürlich wieder ein ordentlicher Weg, ne? Und rechts. Na, vielleicht doch. Vielleicht. Nein. So schnell erwischt er mich nicht. Okay. Oh oh. Jetzt geht er da rein. Jetzt geht er da rein. Jetzt geht er dahin, was ich ihm aufgemacht habe. Was eine Frechheit. Okay. Wir dürften alles haben. Sehr schön. Und der Weg ist jetzt auch nicht mehr so weit.
Ja, das ist die Krux, ne? Bei solchen Spielen ist viel Lauferei. Wenn man Sachen übersieht. Ganz schlimm ist, wenn man ziemlich genau weiß, was man haben muss. Aber wirklich, also absolut nicht dahinter kommt, wo das bescheuerte Teil liegt. Und in so einem großen Areal wie hier müsste man dann alles nochmal komplett durchsuchen, jeden Raum. Ja, auch das habe ich schon mehrfach getan. Bei diesem Spiel passiert mir das zumindest nicht mehr so leicht. Aber ein bisschen schon. Gut, mit ein bisschen Nachdenken kommt man auch darauf, dass zerstörte Roboter vielleicht Roboterteile enthalten können und man sich das vielleicht nochmal genauer angucken sollte. Ey, Krabbe, geh weg da! Das ist meine Leiter. So. Okay, also wir hatten das hier so und das hier so und Orichalkum-Perle in den Mund. Oh Gott, wie gut ich diese Musik noch kenne, weil ich so oft probiert habe. Ach so, das ist schon unten. Okay, also das Perspektivische, das liegt mir jetzt auch nicht so wirklich. Wenn ich mal ehrlich sein darf. Aber dann machen wir es eben so. Klick. Aha. Okay. Dann benutze die Kette mit dem Rüstring. Ja, meine Güte, also benutze Kette mit dem Bronzerang. So, jetzt geht's nämlich. Und jetzt kommt der große Trick. Glaube ich. Also eigentlich müssen wir ja nur noch das Ding nach unten, Rückkalbum rein und dann war's das, oder? Dann macht das Knack. Ah! Hatte ich mir das doch richtig im Kopf gemerkt. Richtig geil. So, und da haben wir auch einen Metallstab. Ja, eine Gelenkstange. Von mir aus auch das. Die Leiter nehme ich natürlich mit. Wie sollte es anders sein? Und hier ist die offene Tür. Und bevor wir jetzt aber was anderes machen, befreien wir natürlich nochmal eben Sophia aus dem Gefängnis. Und dann wollen wir mal schauen, was hinter dieser Tür ist. Das ist jetzt für euch natürlich ein bisschen quälend, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Aber es sind die drei Ringe, ne? Den ersten haben wir ja hinlänglich erforscht. Und das hier dürfte dann der zweite sein. Und ja, da drin, da ist das Mittelteil. Und wenn das nichts bedeutet, dann weiß ich auch nicht. Okay. Gut, dann frage ich mich immer noch, dazu kommen wir später. Schwimm doch. Die alten Atlanta hätten lieber mal einen Außenbordmotor erfinden können. So, rein hier, nicht fahre, gehe, so, genau. Sophia befreien, die wird sich freuen. Die klatscht uns wahrscheinlich erstmal eine. Sophie, ich komm, dein Retter! Benutze Gelenkstange mit Käfig. I can't do this by myself. Okay. Dann rede ich mit Sophia. Sophia? What? See you soon. Don't leave me here, Indy. Ah, okay, ich verstehe. Ich bin der Starke, ich muss das mit beiden Armen machen. Sie könnte natürlich dann rausklettern. Warte mal. Ziehe? Okay. I can't move it. Okay. Da, okay, dann gib Gelenkstange an Sophia. What am I supposed to do with this? Das funktioniert zumindest. Maybe we'll think of something. Und jetzt? I can't move it. Muss ich nochmal mit ihr reden? Sophia? Yes? See you soon. Don't leave me here, Indy. Das verstehe ich nicht. Sophia? Rede nochmal mit ihr. Yes? Ja gut, ich meine, ich kann es noch fünfmal versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Aber ich habe ihr jetzt die Gelenkstange gegeben und nu? Das kann es doch wohl nicht gewesen sein. Vielleicht öffne Käfig? Nicht dein Ernst, oder? Are you sure this is safe? Hurry up. And let you drop this bronze door on me? Ah, das war das Problem. Brace the door. Ah, nein, Quatsch. I don't have a rock. Okay, so funktioniert es aber schon mal. What makes you think this is safer now? Ich habe einen Plan. Which is? Klemm den Stab in die Tür. You know, that just might work. There! Ja, nun mach! You know, I had to slug you. Come on, Sophia, don't be angry. Angry? You left me rotting in this hellhole! Well, if that's how you feel, maybe you should stay here. Maybe I will. Great idea. Fine. What was that? That was very indie-like. Sure, I think Nurab Sol made me do it. Und ziemlich offensive, so? Wenn man es recht bedenkt. Na, sie macht aber zumindest das Knie hoch. Yeah. Well, we better be going. Jo, ich nehme mal den Stab mit, wenn das geht. I can't. It's wedged in too tight. Okay, alles klar. Gut, und an der Stelle würde ich mal sagen, speichere ich ab, mach ein A7 davon. Und beim nächsten Mal dringen wir dann ins Innere. Den Gag habe ich letztes Mal schon gemacht, ihr wisst, was ich meine. Also, wir dringen ins Innere vor und schauen mal, was wir da finden. Tschüss.